Mitte der 80er Jahre kommt es in London zu einer brutalen Vergewaltigungsserie. Mal war es ein Täter, mal waren sie zu zweit. Sie jagten die Frauen wie Beute. Die Gewalt nimmt zu. Die Opfer wurden gefesselt, sadistisch. Und die Vergewaltiger werden zu Mördern. Sie spüren, wie die Person stirbt. Sie haben die totale Kontrolle über ihr Leben. Was trieb die Täter an? Sie waren einfach böse, alle beide. Wurden sie als Mörder geboren? Hackney Wick ist ein Stadtteil im Osten Londons. Die früher industriell geprägte Gegend mit alten Lagerhäusern und Kanälen hat inzwischen eine soziale und städtebauliche Aufwertung erfahren. Das ist der Leinpfad entlang des Lee-Schifffahrtskanals. In den 80er Jahren war dieses Areal noch völlig unentwickelt, ganz anders als heute. Städtisches Brachland. In den Weihnachtsferien 1985 soll an dieser Bahnstation eine junge Frau ankommen. Alison Day wohnte noch bei ihren Eltern. Sie wollte sich an diesem Abend mit ihrem Freund treffen. Üblicherweise herrschte hier immer Betrieb, doch wegen der Weihnachtsferien waren nicht viele Leute unterwegs. Ihr Freund wollte Alison zu einer bestimmten Uhrzeit abholen. Als sie nicht auftauchte, rief er ihre Mutter an und die beiden machten sich auf die Suche nach ihr. Aber wo sollten sie suchen? Sie wussten nicht einmal, ob sie bis zu dieser Station gefahren war. Es wäre also ein Riesenzufall gewesen, wenn sie sie gefunden hätten. Es fehlte jede Spur von ihr. Also meldete ihr Freund sie als vermisst. Und ab da war die Sache offiziell. Alison Day wurde zuletzt am 29. Dezember gesehen. Sie fuhr mit der Bahn nach Hackney, um dort ihren Freund zu treffen. Die Polizei bittet alle Personen, die sie gesehen haben, sich zu melden. Die Ermittlungen begannen mit einer groß angelegten Suchaktion. Wer kam als Verdächtiger in Frage? Wer hatte ein Motiv, ihr etwas anzutun? Nach 17 Tagen wird Alison Day tot aufgefunden. Der Zustand der Leiche schockiert die Ermittler. Der Täter hatte die Leiche in den Kanal geworfen und sie mit zwei Betonplatten beschwert. Die Todesursache ist jedoch nicht Ertrinken. Nachdem wir die Leiche geborgen hatten, stand fest, Alison war erdrosselt worden. Die Schlinge und ein Stück Holz war noch an ihrem Hals befestigt. Sie war mit ihrer eigenen Kleidung stranguliert worden. Der Täter hatte ihr einen Fetzen ihrer Bluse um den Hals gelegt, an das er ein Stück Holz gebunden hatte. Damit konnte er den Druck nach und nach verstärken. Grausam. Mit der eigenen Kleidung erdrosselt. Die Mordmethode erinnert an die sogenannte spanische Winch. Keiner der Ermittler hatte diese Vorgehensweise schon mal irgendwo gesehen. Weitere grausame Details kommen zum Vorschein. Sie war außerdem mit einem Fetzen ihrer Bluse geknebelt und auch gefesselt worden. Für das sadistische Verbrechen gibt es keine Zeugen. Aufgrund der Nähe zur Bahnstation Hackney Wick gehen die Ermittler von folgendem Szenario aus.
Die Station befindet sich ungefähr 30 Meter zu meiner Rechten. Der Täter brachte sie über die Gleise zu dem Leinpfad auf dieser Seite. Hier vergewaltigte er sie. Und dann folterte er sie zu Tode. Konkrete Spuren finden sich am Tatort allerdings nicht. Da die Leiche längere Zeit im Wasser lag, waren die forensischen Spuren nicht verwertbar. In den 80er Jahren war die DNA-Analyse leider noch nicht so weit fortgeschritten wie heute. Der tragische Fall von Allison Day war groß in den Zeitungen. Gleichzeitig wuchs die Angst, dass der Mord an ihr der Beginn einer Mordserie sein könnte. Die Ermittler bemühen sich um eine rasche Aufklärung. Sie ahnen nicht, dass derselbe Täter die Eisenbahn für weitere Morde nutzt. Ende Dezember 1985 wird die 19-jährige Sekretärin Allison Day in der Londoner Bahnstation Hackney Wick entführt. Sie wird vergewaltigt und ermordet und schließlich vom Täter in einen Kanal geworfen. Es ist nicht das erste Mal, dass entlang dieser Bahnlinie ein brutaler Täter sein Unwesen treibt. Knapp 18 Kilometer entfernt kommt es Anfang der 80er Jahre in den wohlhabenden Stadtteilen von North London zu einer Vergewaltigungsserie. 30 Beamte, darunter 18 Frauen, gehörten dem Sondereinsatzkommando an. Das Telefon klingelte durchgehend, aber die meisten Anruferinnen brauchten 3 bis 4 Anläufe, bis sie in der Lage waren zu schildern, was ihnen widerfahren ist. Es gab eine Reihe von nächtlichen Vergewaltigungen im Nordwesten Londons. Einige Frauen wurden im Brachland überfallen, andere direkt an der Bahnstation. Insgesamt werden mehr als 30 Übergriffe und Vergewaltigungen gemeldet. Das Ungewöhnliche daran war, dass in manchen Fällen der Täter allein war und er manchmal einen Komplizen dabei hatte. Die Polizei ging davon aus, dass es sich immer um denselben Täter und denselben Komplizen handelte. Die Opfer berichten, dass der Täter sie mit einem Messer bedroht hat. Die Vergewaltiger gingen immer brutaler vor. Und sie schlugen immer häufiger zu. Extreme Gewalttäter wie Vergewaltiger probieren in der Regel verschiedene Waffentypen aus. Bringt ihre Wahl nicht den gewünschten Erfolg, greifen sie zu einer Waffe, die angsteinflößender ist. Ein Messer macht allerdings nicht nur Angst. Es kann auch als ein ersatzweises Symbol für Männlichkeit gesehen werden. Die meisten Angreifer führen eine Waffe mit sich, selbst wenn sie ihr Opfer damit nicht einschüchtern. Solche Täter fühlen sich in ihrem Innersten schwach und die Waffe verleiht ihnen Stärke. Die meisten brutalen Vorfälle finden in unmittelbarer Nähe des Wohnorts zweier Männer statt, John Duffy und David Mulcahy. Duffy wird am 29. November 1958 geboren und wächst in Kilburn, London auf. Seine Eltern lebten zusammen und kümmerten sich gut um ihn. Er wurde geliebt und hatte eine glückliche Kindheit. Er hatte keine ernsten Krankheiten und war nie im Krankenhaus. Doch auf der weiterführenden Schule entwickelt sich Duffy zum Einzelgänger. Er stand als 11-Jähriger in dieser großen Schule auf dem Spielplatz und guckte nur. Duffy war anders. Er trug selbst bei warmem Wetter immer einen Parka. Das fand ich total seltsam. Und er benahm sich komisch. Die anderen ärgerten und hänselten ihn. Er war kein wirklicher gesellschaftlicher Außenseiter,
aber er gehörte auch nicht dazu. David Mulcahy ist der Einzige, der ihn verteidigt. Duffy war ziemlich klein, Mulcahy dagegen groß und stämmig. Offensichtlich fühlte sich Mulcahy in der Schule als Duffys Aufpasser. Wenn ihm jemand was tut, dann kriegt er es mit mir zu tun. Und so entstand ihre Freundschaft. Die beiden teilen verschiedene Interessen, unter anderem eine Variante eines beliebten Kinderspiels. Sie spielten Kiss Chase so, dass sie sich ein Mädchen schnappten und es begrapschten. Je länger sich die beiden kannten, desto vertrauter wurden sie miteinander. Sie verrieten einander ihre geheimsten Fantasien, vor allem sexuelle Fantasien. Und gemeinsam verfielen sie auf die Idee, diese Fantasien doch einmal auszuleben. Die beiden sind auch große Fans von Bruce Lee-Filmen und Kampfsport. Ihre Kämpfe finden in einer Fantasiewelt statt. Sie verkleideten sich als Soldaten und machten Rollenspiele. Mitten in der Nacht fuhren sie nach Hampstead Heath und griffen die Pärchen an, die dort unterwegs waren. Auch viele schwulen Pärchen. Das war mehr als ein dummer Jungenstreich. Zehn Jahre später, im Frühjahr 1986. Die Polizei sucht im nahegelegenen Hackney Wick nach dem Mörder der 19-jährigen Sekretärin Alison Day. East Horsley in Surrey ist knapp 20 Kilometer entfernt und ein friedliches Städtchen auf dem Land. In der idyllischen Ortschaft lebt die niederländische Schülerin Maartje ten Boeze. Sie war ein angenehmes Kind und wohnte dort mit ihren Eltern zur Miete. Der Vater arbeitete in der petrochemischen Industrie in Surrey. Die Zeit in England neigt sich dem Ende entgegen. Doch der 17. April ist für Maartje ein besonderer Tag. An diesem Tag sollte sie mit Freunden in den Urlaub nach Holland fahren. Gegen 15 Uhr kam sie aus der Schule. Sie wollte sich vor ihrer Abreise noch ein paar Süßigkeiten für die Fahrt kaufen. Ihre Mutter erlaubte es ihr, sagte ihr aber auch, sie solle mit dem Fahrrad den langen Weg durchs Dorf nehmen und nicht die Abkürzung über den kleinen Pfad neben der Bahnlinie. Wie alle Kinder versprach Maartje es. Und wie alle Kinder nahm sie natürlich die Abkürzung. Von ihrem Ausflug zum Laden kehrt das Mädchen nie mehr zurück. Die Mutter zögerte nicht lange und meldete ihre Tochter als vermisst bei der Polizei von Guildford. Die Polizei startet eine Suchaktion, aber ohne Erfolg. Zwei Hundeführer von der Polizei trafen im Wald mehrere Personen und fragten sie, ob ihnen etwas aufgefallen sei. Die Leute sagten, sie hätten nur einen grünen Düngersack im Wald liegen sehen. Tragischerweise irren sich die Leute. Bei dem vermeintlichen Düngersack handelte es sich um Maartje ten Boezes Leiche. Sie lag auf dem Rücken, Arme und Beine verdreht und die Hose heruntergezogen, sodass ihre Schamgegend zu sehen war. Die Schülerin ist brutal vergewaltigt und erdrosselt worden. Mit derselben sadistischen Methode wie Alison Day. Diesmal hatte der Täter den Gürtel des Opfers zur Tatwaffe gemacht, der noch lose um Maartjes Hals hing.
Auf ihrem Körper fand sich ein Stück Holz aus dem Wald, das zum Festziehen des Gürtels diente. Strangulation ist die Mordmethode, die Sexualmörder am häufigsten anwenden, denn so sind sie ihrem Opfer besonders nah. Sie spüren, wie die Person stirbt. Sie haben die totale Kontrolle über Leben und Tod ihres Opfers. Und die Untersuchungen ergeben ein weiteres verstörendes Detail. Der Täter hatte offensichtlich versucht, die Leiche in Brand zu stecken. Er hatte ihr Taschentücher zwischen die Schenkel gelegt und sie angezündet. Außerdem hatte er die Leiche mit kleinen Ästen bedeckt, aber nicht, um sie zu verbergen, sondern in der Hoffnung, das Holz würde Feuer fangen und alle Spuren beseitigen. Die Grausamkeit des Täters schockiert die Ermittler. Marty war gefesselt. Sie war ihrem Peiniger hilflos ausgeliefert. Mentale Folter. Doch das Seil liefert der Polizei eine erste brauchbare Spur. Es ist aus einem speziellen Material gefertigt, sogenanntes Somyarn. Die Kollegen konnten herausfinden, wo das Seil produziert worden war. Bei einem kleinen Hersteller. Das Produkt hatte keine große Verbreitung, es war ziemlich ungewöhnlich. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Überfall auf das Mädchen minutiös geplant gewesen sein musste. In diesem Bereich fand die Entführung statt. Über den Weg war eine Angelleine gespannt worden. Das Mädchen hatte vom Fahrrad steigen müssen, um sie zu entfernen. Die Angelleine war in etwa 1 Meter Höhe angebracht. Martje hatte die Leine offensichtlich gesehen, denn sie bremste noch rechtzeitig. Man fand ihr Fahrrad hier im Wald. Der Täter brachte sie in das gegenüberliegende Waldstück. Schon bald ergeben sich weitere Verbindungen zum Mord an Allison Day. Die Ermittler sind sich einig, dass es sich um denselben Täter handeln muss. Ein erfahrener Profiler wird eingeschaltet, um den Angreifer zu charakterisieren. Er ging davon aus, dass es sich um einen Weißen handelte, zwischen 20 und 45 Jahre alt, sehr wahrscheinlich verheiratet, aber unglücklich in seiner Beziehung. Was die Ermittler nicht ahnen, es handelt sich um einen 27-jährigen Mann, der sich im Liniennetz der Bahn bestens auskennt. John Duffy war Schreiner bei der Eisenbahn. Er hatte Zugang zu und freie Fahrt auf allen Londoner Linien. Seine Arbeit ermöglichte es ihm, durch die ganze Stadt zu fahren. Mittlerweile hat Duffy zwar seine Stelle verloren, aber gemeinsam mit seinem Kumpel David Mulcahy benutzt er weiterhin die Bahn. Mulcahy wuchs ebenfalls in Kilburn auf. Seine Eltern führten eine Gaststätte. David hatte nur Unsinn im Kopf. Er war eins dieser Kinder, die auf den Gleisen auf den fahrenden Zug warten und erst in letzter Sekunde wegspringen. Er tat alles, um sich bei anderen beliebt zu machen. Und auch sein Erwachsenenleben ist davon geprägt. Mal arbeitete er als Schreiner, mal tat er etwas ganz anderes. Er machte alles und jedes, aber nichts wirklich konstant. Mulcahy zeigt Talent als Raumgestalter, aber lieber bessern er und Duffy ihr Einkommen auf andere Weise auf. Sie waren typische Kleinkriminelle, brachen Autos auf, begingen Diebstähle, klauten Autos. Das reichte ihnen. Trotz seiner Eskapaden ist David Mulcahy ein glücklich verheirateter Mann. Er hatte mit seiner Frau 3 Kinder. Er war ein toller Nachbar. Einer von der Sorte, der einer alten Frau die Einkäufe tragen hilft, was er tatsächlich auch tat.
Der weniger beliebte John Duffy ist ebenfalls seit 1980 verheiratet. Seine wahre Zuneigung scheint aber nach wie vor eher seinem Freund aus Kindheitstagen zu gehören. John Duffy und David Mulcahy hatten eine sehr seltsame Beziehung. Sie waren beide verheiratet, aber sie standen einander näher als ihren Ehefrauen. Beide waren ziemlich unreif und ihre Freundschaft erlaubte es ihnen, diesen Zustand zu zelebrieren. Sie wollten Spaß haben. Sie wollten nicht erwachsen werden und keine Verantwortung übernehmen. Ihre Freundschaft gab ihnen das Gefühl, dass sie cool waren. Sie schauten sich zusammen Videos an, vor allem Kampfsportfilme, und trainierten auch zusammen. Beide waren Mitglieder in einem Kampfsportverein. Als Duffys Ehe in die Brüche geht, wird er seiner Frau gegenüber gewalttätig. Er wollte nicht hinnehmen, dass die Ehe zerbricht, und versuchte, seine Frau mit Gewalt zum Bleiben zu zwingen. Doch sie zeigte ihn wegen häuslicher Gewalt an. Sie erstattet Anzeige, weil ihr Mann sie mit dem Messer bedroht und vergewaltigt. Er ist nun aktenkundig. Zur selben Zeit schlägt der mysteriöse Sexkiller wieder zu. '86 werden im Südosten Englands zwei junge Frauen vergewaltigt und in der Nähe der Bahnlinie ermordet aufgefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, denn er hat eine besondere Handschrift hinterlassen. Einen Monat nach dem letzten Mord wird die Polizei in Hertfordshire alarmiert. Anne Locke war Sekretärin bei einer Fernsehproduktion in London. Jeden Tag fuhr sie mit der Bahn von Brookmans Park, wo sie wohnte, nach King's Cross zur Arbeit. An diesem Tag war sie wie immer in die Bahn gestiegen und dann spurlos verschwunden. Zur Bahnhaltestelle fuhr sie immer mit dem Fahrrad. Man fand ihr Rad abgeschlossen, unweit des Fahrradparkplatzes. Sie war frisch verheiratet und ihr Mann startete einen sehr bewegenden Aufruf, in dem er darum bat, Hinweise über den Verbleib seiner Frau der Polizei mitzuteilen. Die Polizei leitete eine groß angelegte Suchaktion rund um die Haltestelle Brookmans Park ein. Constable Keith Dean ist Teil des Suchkommandos. Wir suchten in diesem Tunnel. Damals war der Wasserstand ungefähr auf Oberschenkelhöhe. Wir suchten per Hand. Das Wasser war kalt und tief und voller Ratten. Wir steckten die Arme ins Wasser, aber wir konnten nichts finden. Doch am nahegelegenen Ufer findet Dean einen verdächtigen Hinweis. Hier drüben am linken Ufer glänzte etwas in der Sonne. Es war ein Tagebuch. Mir blieb fast das Herz stehen. Sicher hatte die Besitzerin ihr Tagebuch nicht freiwillig weggeworfen. Das war ein wichtiger Ausgangspunkt für die Ermittlungen. Die Polizei sucht weiter nach der vermissten Frau. Und die Detectives, die die Vergewaltigungsserie in North London bearbeiten, haben nun John Duffy aus Kilburn im Visier. Er war kein heißer Verdächtiger, sondern nur die Nummer 1590 auf einer Liste von Personen, die die Polizei befragen wollte. Der 27-Jährige ist aktenkundig, seit seine Frau ihn 1985 wegen Vergewaltigung angezeigt hat. Als er auf dem Revier eintraf, fiel den Ermittlern seine Ähnlichkeit mit dem Täter auf, den die Vergewaltigungsopfer beschrieben hatten. Dieselben stechenden blauen Augen, schütteres rotbraunes Haar und ein pockennarbiges Gesicht. Während seiner Befragung sah Duffy in irgendwelchen Akten das Phantombild des Eisenbahnvergewaltigers. Die Nummer 1590 der Verdächtigen rutschte hoch in die Top 10.
Doch man lässt ihn gehen. Und zur Überraschung der Ermittler taucht er am selben Abend in der Bahnstation West Hampstead auf. Er wies Gesichtsverletzungen und eine Schnittwunde in der Brust auf. Er behauptete, jemand hätte ihn überfallen. Aufgrund dieses traumatischen Erlebnisses könnte er sich plötzlich an nichts mehr aus seinem bisherigen Leben erinnern. Er ließ sich in eine psychiatrische Klinik einweisen und gegen Amnesie behandeln. Wenige Tage später wird die Leiche der vermissten Anne Locke neben den Gleisen in Hertfordshire gefunden. Auch ihr Körper weist sadistische Folterspuren auf. Nach der Entdeckung von Anne Locks Leiche geht die Polizei davon aus, dass sie das dritte Opfer des Täters ist, der Frauen entlang der Bahngleise überfällt. Die Leiche war bereits stark verwest. Auch in ihrem Fall hatte der Täter einen Knebel benutzt, den er aus einem Kleidungsstück des Opfers angefertigt hatte. Und er hatte ihr die Hände auf den Rücken gefesselt. Wie im Fall Marthe Tambuse hatte der Täter versucht, die Leiche in Brand zu setzen. Die Untersuchung des dritten Opfers lässt die Ermittler zu einem bedeutenden Schluss kommen. Die Analyse aller Hinweise ergab, dass es sich bei dem brutalen Mörder und dem Vergewaltiger von 12 oder mehr Frauen in North London um ein und denselben Täter handeln musste. Der frisch eingelieferte Psychiatriepatient John Duffy steht nun nicht nur im Verdacht, der gesuchte Vergewaltiger, sondern auch ein Mörder zu sein. Als man ihn erneut befragen will, stellt sich heraus, dass er bereits aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Wenige Wochen nach seiner Entlassung überfiel Duffy eine 14-jährige Schülerin und versuchte, sie zu vergewaltigen. Doch er verlor seine Maske, sodass sie in der Lage war, ihn zu identifizieren. Duffy wird festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Hauses entdeckt die Polizei einen eindeutigen Hinweis darauf, dass er der gesuchte Mörder ist. Man fand bei ihm eine Rolle von exakt der speziellen Seilsorte, mit der zwei der Mordopfer gefesselt worden waren. Und zwar Alison Day und Marthe Tambuse. Auch wenn die Polizei glaubt, den richtigen Mann gefunden zu haben, eine Frage bleibt. Denn der Vergewaltiger in North London ist nicht immer alleine unterwegs gewesen. Laut Aussage der Opfer handelte es sich um zwei Männer, einen großen und einen kleineren. Körperbau und Haarfarbe der beiden waren unterschiedlich. Einer war John Duffy. Wer war der andere? Sein Freund aus Kindheitstagen, David Mulcahy, gilt bald als zweiter Tatverdächtiger. Bei der Befragung sagte Mulcahy, es sähe wohl schlecht für ihn aus, denn andere Freunde hätte Duffy nicht. Er behauptete, dass er und Duffy in der Schule gut befreundet gewesen waren, aber jetzt nichts mehr miteinander zu tun hätten und auch nicht mehr miteinander redeten. Trotz des Verdachts der Polizei kommt es nicht zu einer Strafverfolgung von Mulcahy. John Duffy dagegen wird in mehreren Punkten angeklagt. Ein alter Klassenkamerad wird auf den Prozess aufmerksam. Plötzlich erinnerte ich mich wieder an ihn. In den 70ern waren wir immer zusammen auf dem Spielplatz und später in der Schule. Schon damals war er eher ein zurückhaltender Typ. Aber dass er etwas so Schreckliches tun könnte, ist einfach nur grauenhaft. 1988 wurde Duffy wegen zweier Morde und mehrerer Vergewaltigungen angeklagt. Doch trotz der erdrückenden Beweislast erklärt Duffy sich für unschuldig. Während der Verhandlung erklärte Duffy, er könnte sich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Seine einzige Ausflucht war seine angebliche Amnesie.
Die Geschworenen lassen seinen Einwand jedoch nicht gelten und er wird wegen 5 Vergewaltigungen und der Morde an Allison Day und Marthe Tambusa verurteilt. Für den Mord an Anne Locke liegen nicht genügend Beweise vor. Er wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt. Nachträglich erhöhte das Innenministerium seine Strafe auf lebenslänglich. Ich sah, wie er die Stufen des Gerichtsgebäudes heruntergeführt wurde und dachte, wir würden nie wieder von ihm hören. Während Duffy seine Haft antritt, geht für seinen Freund aus Kindheitstagen das gewohnte Leben weiter. Er spielte nach wie vor den liebevollen Ehemann und Vater und den freundlichen Nachbarn. Er baute sich zu seinen Freunden und Nachbarn ein Netz aus guten Beziehungen auf. Man kennt sich, man hilft sich. Der ehemalige Kampfsportfan entwickelt ganz neue Interessen. Rollerskating zum Beispiel, auch für wohltätige Zwecke. Und mit Freunden besucht er regelmäßig Soul-Musikkonzerte. David war ein guter Freund. Alle 3 Monate fuhren wir zusammen zu den Soul-Weekends. Er war ziemlich vorlaut, auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen. John Duffy geht es zur selben Zeit nicht gut. Er erlitt einen schweren Nervenzusammenbruch. Er hatte zu lange die Erinnerung an seine Taten verdrängt. Die Ermittler gehen nach wie vor davon aus, dass Duffy auch hinter dem Mord an Anne Locke steckt. 1996, 10 Jahre später, gelingt es der betreuenden Psychologin Jenny Cutler, Duffy zum Sprechen zu bringen. Er erwähnte einen Mitangeklagten. Ich fragte ihn, in welchem Gefängnis dieser einsitze, und war sehr verwundert, als Duffy sagte, er wurde nie verurteilt. Schließlich gesteht Duffy der Psychologin, was wirklich geschehen ist. Wir sprachen über seine Gefühle und wie es sich für ihn anfühlte, zum ersten Mal David Mulcahy als seinen Mittäter bei den Morden und Vergewaltigungen zu benennen. Die überraschende Enthüllung fällt zusammen mit einer anderen ungewöhnlichen Entwicklung. In North London kommt es erneut zu einer Serie von sexuellen Überfällen, die den Vergewaltigungen aus den 80er Jahren ähneln. Wir dachten zuerst, Duffy wäre entlassen worden, aber dem war nicht so. Wir wussten ja, dass es einen Mittäter gegeben hatte. Verdächtigt wurde David Mulcahy. Hatte Mulcahy nach all den Jahren wieder angefangen? Er wird von der Polizei befragt. Er tat die ganze Angelegenheit als Witz ab, fragte, ob wir ihm ein Sandwich holen und ihn nach der Befragung bei seiner Arbeit absetzen könnten. Wir verlangten eine DNA-Probe von ihm, die er uns bereitwillig gab. Doch die Erwartungen der Ermittler werden enttäuscht. Die aktuelle Vergewaltigungsserie hat ein anderer Täter begangen. Doch man vergleicht Mulcahys DNA auch mit den Fällen aus den 80er Jahren. Damals waren in Highgate 2 dänische Au-pair-Mädchen vergewaltigt worden. Der Täter hatte sie mit Klebeband gefesselt und die DNA-Spuren am Klebeband wiesen auf David Mulcahy hin. Der Durchbruch in den Ermittlungen wird auch durch die Aussage von John Duffy unterstützt. David Mulcahy ist sein Komplize von damals. Laut Duffy rief Mulcahy regelmäßig bei ihm an und fragte, Lust auf die Jagd zu gehen? Und das bedeutete, dass die beiden sich ein Opfer suchen würden. Sie hörten dabei immer Thriller von Michael Jackson, sozusagen als Einstimmung.
Offensichtlich pushte das Lied sie auf. Malkai war derjenige, der die Führung übernahm. Er war der Stärkere. Die beiden Männer fanden es lustig, sich wehrlose Frauen als Opfer zu suchen. Das verlieh ihnen Stärke, machte sie zu echten Männern. Aber sie lauerten den Frauen nicht auf. Ihre Opfer waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Als sich die Beweise gegen Malkai erhärten, wird er von der Polizei unter Beobachtung gestellt. Der damalige Detective Sergeant Kevin Shanahan erinnert sich. Er brachte seine Kinder zur Schule und fuhr dann zu seiner jeweiligen Arbeitsstelle im Großraum London. Es gab ein Café, das er häufig aufsuchte. Dort stellte ich ihn zusammen mit einem Kollegen zur Rede. Er war ein geselliger Typ, laut. Man wusste immer, wenn er da war. Inzwischen hatte er sich als Familienvater in seinem Umfeld gut integriert. Er hatte auch einen Job. Wir waren ziemlich sicher, dass er keine Gefahr mehr für Frauen darstellte. Dennoch wunderte es uns alle, wie er seine dunkle Vergangenheit so leicht hatte abstreifen können. Solche Täter funktionieren ganz normal in der Gesellschaft. Sie arbeiten, haben Familie, pflegen Freundschaften, sind aktiv. Selbst ihre nächsten Mitmenschen haben oftmals keine Ahnung, was in ihnen steckt und wozu sie in der Lage sind. John Duffy präzisiert seine Aussagen immer weiter. Es stellt sich heraus, dass der allseits beliebte David Malkai ein gewissenloser Mörder ist. '98 gelingt es den Ermittlern der Londoner Polizei, David Malkai aufgrund von DNA-Proben mit einer Vergewaltigungsserie in Verbindung zu bringen, die 10 Jahre zuvor North London erschütterte. Der seitdem inhaftierte John Duffy gesteht nun, dass Malkai auch bei 2 Morden sein Komplize war. Der damalige Detective Mick Freeman erinnert sich, dass Duffy beschrieb, wie es zu dem Mord an Alison Day kam. Prior to her actual murder. Bevor sie ermordet wurde, zwangen die beiden sie, auf dem Brückengeländer entlang zu laufen. Von da oben ins Wasser sind es gut 5 Meter. Das war absolut unnötig. Es war nur besonders grausam. Sie stürzte ins Wasser und es gelang ihr, in diese Richtung davon zu rennen. Malkai holte sie ein. Ich glaube, er war wütend, dass sie versucht hatte zu fliehen. Dafür musste sie büßen. Er begann, sie zu würgen. Dann sagte er zu Duffy, jetzt bist du dran. Und bereitwillig übernahm dieser und er würgte sie. Für David Malkai war die sexuelle Komponente damit uninteressant geworden. Ihm ging es nur um die Gewalt, um den Schrecken, um die Angst seines Opfers. Und so kam es zum Mord an Alison Day. Im Jahr 2000 wird David Malkai schließlich im Zentralen Strafgerichtshof von London der mehrfachen Vergewaltigung und der Morde an Alison Day, Matye Tambusa und Anne Locke angeklagt. Auf einmal war er ein anderer. Nicht mehr der laute, auffällige Spaßvogel wie vorher. Er sprach kein Wort, behauptete nur, er sei unschuldig. Nach 10 Jahren des Schweigens wendet sich John Duffy gegen seinen Freund David Malkai und sagt gegen ihn aus.
Der vormalige Pakt war nur zu erklären durch ihre Vorliebe für den Kampfsport. Man verriet den anderen nicht, auch wenn man selbst verhaftet wurde. Duffy war es, der Mulcahy ans Messer lieferte. Er saß im Gefängnis, während sein Freund das Leben genoss. Auch das ist eine Form des Sadismus. Er weiß, dass seine Taten unverzeihlich sind. Aber er hatte das Bedürfnis, die Sache für die Opfer endlich zu Ende zu bringen. Das war positiv zu werten. Es gab keine Absprachen. Mulcahy wurde wegen mehrerer Vergehen zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Im Februar 2001 wird David Mulcahy wegen 4 Vergewaltigungen und des Mordes an 3 Frauen, unter anderem an Anne Locke, verurteilt. Wenn man sich die Morde betrachtet, die Brutalität, mit der sie ausgeführt wurden, steht für mich ohne jeden Zweifel fest, dass Mulcahy die treibende Kraft war. Es ist schwer zu begreifen, wie ein einstiger Freund solche Verbrechen begehen kann. Ich erinnere mich an einen Spaziergang mit David, bei dem er mir sagte, er hätte etwas sehr Schlimmes getan, das er mir aber nicht verraten könnte. Nachdem ich weiß, weswegen er verhaftet wurde, kann ich mir denken, was es gewesen ist. Heute bin ich mir nicht sicher, ob der David, den ich kannte, nicht nur reine Fassade war. Dreizehn Jahre nach der Verurteilung von John Duffy kommt auch David Mulcahy endlich hinter Gitter. Gemeinsam haben die Freunde eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Doch waren diese Taten ihr Schicksal? Wurden sie als Mörder geboren? Ich weiß nicht, ob sie als Mörder geboren wurden. Derart abwegige Vorstellungen teilen Menschen kaum miteinander. Doch in diesem seltenen Fall war es so. Duffy und Mulcahy erzählten einander ihre Fantasien. Und das war für sie Unterstützung und Erleichterung und brachte sie noch enger zusammen. Duffy war ein äußerst unreifer Mensch. Er brauchte jemanden, der ihn ermunterte. Sonst hätte er nicht getan, was er tat. Was wäre, wenn Duffy und Mulcahy sich nie begegnet wären? Der korrekte Term für ihr Handeln lautet Folie à deux oder gemeinsame psychotische Störung. Nur dadurch, dass die beiden sich fanden, kam es zu diesen Taten. Das Zusammentreffen der beiden sorgte für eine böse Energie, eine gebündelte Grausamkeit, die in ihnen beiden steckte. Sie förderten die Anlagen des jeweils anderen. Als Mörder geboren oder nicht, sie wurden gemeinsam zu Serienkillern.